So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VI mit Master Chief 89 von Ape Supremacy Entertainment. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, warum Final Fantasy VI heute nochmal auf dem Programm steht. Die Sache ist einfach die, dass ich mega Lust auf Final Fantasy VI hab. Oh Gott. Und ich krieg sofort Doomguys reingehauen. Ist sehr schlecht. Und ich würde von der Sache an sich gerne jetzt einfach das Spiel hier so schnell wie möglich durchkriegen, weil ich einfach total auf das Game stehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist der Grund, warum ich heute nochmal Final Fantasy VI spiele. Also ich werde jetzt Final Fantasy VI so schnell wie möglich durchziehen und durchspielen, weil ich einfach mega Bock auf das Game habe. Ich glaube aber, dass ich es jetzt verranzt habe. Ja, fast. Okay. Doomguys, haut ab. Also. Ihr könnt euch unter der Woche auf jede Menge Final Fantasy VI freuen. Und wenn wir dann mit dem Spiel durch sind, machen wir auch mit den anderen Projekten weiter. Also am Wochenende Metal Gear wird ganz normal weiterlaufen. Nur jetzt halt hier unter der Woche. Ich habe halt einfach mega Bock auf Final Fantasy VI. Deswegen heute 3 Folgen Final Fantasy VI. So, was wir heute in der Folge machen wollen, ist nach Moblitz zurückkehren. Wo kann ich... Wieso darf ich hier nicht landen? So, hier darf ich landen. Nach Moblitz zurückkehren, wo Terra auf uns wartet. Und mal schauen, ob Terra mittlerweile bereit ist, wieder mit uns zusammenzuarbeiten. Wuff. Gut zu wissen. So, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Haus war Terra nochmal? Wow. Interceptor ist mir gefolgt. I don't know what to do. Catherine's pregnant. Oh, es hat sich was geändert. So, Interceptor hat uns ja jetzt hier den Geheimgang nochmal gezeigt. Da ist er! Terra! Hey, you guys! Catherine's having a baby. I'm so happy to have had a child, but Duane seems miserable. Catherine, I'm sorry, I didn't know how to handle this. I've been an awful husband, but I'm learning. Please come back with me. Wow. Funfaba hieß das, glaube ich. Funbaba. Okay. Wow. So. Schlachten wir den mal. Solarplex. Ja, wir müssen warten bis auf die 7. Wham! Barber Breath. Wow, der hat einen weggeweht. Und noch einen. Okay. Terra! What? Alter! Kann ich das jetzt kontrollieren?
Das ist doch crazy. Die ist jetzt... Die ist zu ihrer Esper-Form geworden. Verrückt. Kann die sich jetzt verwandeln? Ja, das hätte jetzt ein bisschen früher kommen müssen. Komm, zauber nochmal, damit Terra auch nochmal zaubern kann. Gewonnen! Geil, kann Terra das jetzt kontrollieren? Da ist sie! Terra! Oh, Epic Landing! Hero Landing! Monster again! I'm afraid. I'm always afraid. Mama, it is you, isn't it? I can tell. Huh? Mama? Terra? Mama! Terra! I can fight. Finally, I understand that feeling, even though I kept it buried for so long. I'm sure it's called love. Okay, that is kind of lame. I now realize that we must fight for the future of our children. Dwayne, Catherine needs your help. So does your new baby. Listen, children, your mama has to go away for a while. I'll return when I feel your future's guaranteed. Mama, I'm not gonna cry. Me either. I'll be back, I promise. Till then, you behave. Thank you. You helped me to understand a part of myself. Now I must go to war. We must all believe we have a future. We must fight for those who aren't even born yet. Terra! Hell yeah! Terra ist wieder da! Yay! Gibt's hier unten vielleicht irgendwas zu holen? Jetzt mal schauen. Nicht, dass wir hier irgendwie eine Esper verpassen oder so. Gucken wir mal. Das Theme ist einfach nur badass, ey. Bum, bum, bum. Ich hab Terra wieder. Yay! Das ist die Hauptsache. Woof. Was war denn das da oben für ein Laden? Was denn da für ein Schild? Relics? Hier wohnt aber niemand. So ein Shit, ey. So. Alles klar. Jetzt haben wir Terra wieder. Geilo. Muss saven. Beziehungsweise, nein, ziehen war's.
Warum nicht, sind die jetzt alle auf dem Schiff, ey? So, erstmal aufs Schiff zurück. So, das Realm. Let's do it. Let's go get that madman. Yep. Ja, alle hier. Alles klar. So, ich will meine Terra wieder haben. So, Celeste nehmen wir noch mit. Und Sabin. So, wir brauchen nämlich Realm jetzt. Terra! So, equip Terra. Crystal Shield? Nein, Atma Weapon, Alter. So, und Relics. Terra bekommt nämlich 2 von den Earrings. Als Paar macht das nämlich Mana deutlich besser. So. Und zwar brauchen wir jetzt Realm, um noch einen weiteren Charakter zurückzuholen. Und zwar hier in dem Tower. So. Strago! You old fool, you're still standing? Realm, is that you, my dear? You're alive! Idiot, of course I'm alright! Oh, I'm so happy! Did you think I was gonna check out before you, old man? You're as foul-mouthed as ever, bless your heart! Come along now, we're all glad to see you! Whoa, alright, make room for me! Alles klar. Gut. Jetzt haben wir das gemacht. Als nächstes müssen wir nach Narshay. So. Realm. Aber was ich machen könnte, ich könnte Realm, könnte ich natürlich jetzt mal equippen. Der hat ja gar nichts. Heal Rod. Der kann den Behemoth-Suit anziehen. Krass. So, Magic Power. Red Cap. So, jetzt suche ich mir Strago, damit ich den... Ach so, Relics. Wobei, braucht der überhaupt irgendwas? Nicht so richtig irgendwie. Realm nehme ich eh nicht mit, ganz ehrlich. Hey everyone, let me see the light in your eyes. The old man here hasn't given up yet. So. Terra Celeste. Sabin und Strago. So, equip. Jetzt kriegt Strago noch seinen Kram. Na toll. Pearl Rod. Der bringt Moogle Suit. Ja, warum nicht? Relic. Habe ich noch irgendwas, was Mana verbessert?
Ja, komm, geben wir dem Big Gale Hairpin. So. Jetzt haben wir das gemacht. Aber das ist auch nicht die Gruppe, die ich dabei haben will. So. Terra und Celeste will ich dabei haben, weil sie badass sind. Sabin, weil er der overpowerste Char ist, den ich habe. Jetzt nur noch die Frage, nehme ich Edgar oder Sien mit? Sien. So, alles klar. Ah, hier darf ich schon speichern, alles klar. Liftoff. Ach ja, ich bin aber auch doof, sorry. So, das nächste, was wir jetzt machen, ist nach Narshay. So, genau, das ist Narshay. Und hier oben irgendwo, gibt es wohl einen Sidequest. Da, genau. Instant Battle, alles klar. Hat mal Weapon, das sieht ja mal ultra badass aus, ey. Ja, Mann, Konter. So, Ultimate Schlitz. Oh, einer steht sogar noch. Crazy. Bam. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlicher Sien gained the level. Jawohl. Ich glaube, es ist eigentlich ziemlicher Käse. Terra die Waffe zu geben. Aber egal. Terra ist badass. Die hat die Waffe einfach verdient. So. Okay, speichern. Ach, was ich auch noch machen muss, mal mit den Espers gucken. Was kann Starlet denn? Cure 3. Okay. Fenrir, X-Zone und Stop. Jo, komm, gib mir doch Fenrir. So, das ist Sabin. Das ist Celeste, okay. Kann die noch was von Sion lernen? Ja, in der Tat. So, und das müsste dann Sion sein. Und er lernt von Alexander noch Pearl. Okay, dann sind wir hier schon mal safe. Also. Das ist sein Meister. Wahaha, why the surprised face? Did you think I'd gone? Duncan, I'm so glad you're safe. Oh mein Gott. Voll verhaspelt hier. Whoa, Sabin, this can't be. Tears? Oh, der alte Sensei hier hat's aber drauf. Wahaha, nothing happened to me. The earth yawned right open to take me, but I scrambled to safety. Sabin, it is now time to complete your training. Use these new skills to smash Kefka. Das war der Plan. Put him up! Pummel. Zurückgepummelt. Crazy. Wie cool wäre das hier jetzt, die Szene so.
Remastered mit HD und Cutscene und überhaupt zu sehen. Aber auf der anderen Seite, Squaresoft wird es wahrscheinlich vermasseln. I call this the Bum Rush. Go, give Kefka the boot. Ja, Mann! Mach mal. Old Man Duncan. Hast du noch irgendwas in deinem Haus? Don't worry about me. Go, destroy Kefka. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt schon schaffen, Junge. Hast du irgendwie in deinem Nachttopf hier was drin? Oder in deinem Schrank? Nein, du hast gar nichts. Bin enttäuscht, Meister Duncan. So, alles klar. Damit sind wir auch am Ende der Folge 45 mittlerweile angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns später wieder mit der nächsten Folge Final Fantasy 6. Also bis dann, ciao, ciao.